So, jetzt stellen wir uns mal vor, welche Menschen vielleicht bezeichnet werden können mit dem Titel das Supermind, dass sie ein Supermind haben. Ja, wo man dran denkt, ist Bill Gates natürlich, Jeff Bezos von Amazon oder Elon Musk. Das stimmt wahrscheinlich, die haben ein Supermind, aber sind die jetzt schlauer als wir sind? Haben die ein größeres Gehirn als wir haben? Ich glaube es nicht. Die denken nur anders. Und ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, wie ein Supermind denkt. Gucken wir uns das mal an. Was ist das? Ja, genau, ein Stein. Ganz normaler Stein, grau, schön, schön glatt. Was denken Sie, dass der wert ist? Gar nichts. Also wegschmeißen. Nichts wert. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich mit diesem Stein 4 Millionen verdienen könnte, wie sollte das denn gehen? Ist schon passiert. In 1975 war jemand in den Vereinigten Staaten, hat er auch genau wie ich jetzt hier so einen Stein in der Hand gehabt und hat sich gedacht, was kann ich da jetzt mitmachen? Der Mann hatte ein Supermind. Der dachte wie ein Millionär, der dachte wie ein Donald Trump, wie ein Jeff Bezos, der dachte anders. Und der sah eine Möglichkeit, um den Stein hier zu Geld zu machen. Ich glaube, niemand hier, wie viele Leute haben wir im Saal? 300 ungefähr. Niemand würde je auf die Idee kommen, ja, wir nehmen einfach einen Stein aus dem Garten und dann machen wir ein paar Millionen mit. Der Mann hat es aber gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. In Amerika in 1975, da gab es etwas, das man für 4 Euro kaufen konnte, in einer schönen Schachtel mit einer Gebrauchsanleitung drin. Und das war genau das hier. Nichts dran verändert, ganz normal, nicht radioaktiv, keine Zeichen drauf gemalt oder ganz einfach so, mit einer Gebrauchsanleitung. 4 Dollar per Stück. 1 Million wurden verkauft. Der hieß der Pet Rock. Das Steinhaustier. Unheimlich praktisch, weil wir wissen, alle Haustiere, die müssen regelmäßig zum Tierarzt, die müssen gefüttert werden, die müssen Gassi gehen. Der hat die Probleme nicht. Mal still, wenn man sagt Sitz, macht er gleich. Also das war eigentlich so eine Wahnsinnsidee, wo jeder denkt, ja, der Mann ist verrückt. 1 Million Leute waren verrückt genug, um das Ding zu kaufen. Die Gebrauchsanleitung ist super lustig, muss ich sagen. Die ist wirklich, wenn man sich das mal im Internet anguckt, ist wunderbar, die Idee. So, Millionen von Leuten würden das Ding wegschmeißen. Der Mann hat sich damit reich gemacht. Das ist, wie ein Supermind funktioniert. Man denkt über etwas auf eine andere Art und Weise. 5% von unserem Gehirn denken ganz praktisch. Die kriegen also wirklich nur Ja oder Nein. 1 und 1 macht 2, macht nie 3 oder 4 oder 5. Ist alles festgelegt. Also ein Stein ist ein Stein. Da kann man nichts mit machen. Dann die andere Seite von unserem Gehirn. Die Matrix, die 95%, der Riesenteil vom Gehirn, der denkt da jetzt ganz anders drüber. Wie fühle ich jetzt über den Stein? Der fühlt sich eigentlich ganz schön an, ist interessant. Kann ich da jetzt irgendwie was mitmachen? Ja, der Mann hat da was mitgemacht und ist reich geworden. Also das Supermind hat nichts mit Schlauheit zu tun. Man braucht nicht schlau zu sein, um einen Stein für 4 Euro zu verkaufen. Ich würde sagen, vielleicht hinterhältig oder einfach lustig. Und das war es auch. Und das hat geklappt. Umdenken. Unheimlich wichtig. Supermind denkt anders. Denk nicht mit dem Verstand, denk mit deinen Gefühlen. Denk mit deinem Humor, den du hast, denke mit was anderem als nur dem gesunden, sogenannten gesunden Menschenverstand. Der ist gar nicht so gesund.